Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 48 von Mittlerde Lore. Und in dieser Folge geht es um den Düsterwald, den großen Wald in Rhovanion und das Waldlandreich der Elben dort. Der Düsterwald ist ein gewaltiger Wald in Rhovanion im Nordosten von Mittelerde und erstreckt sich von den grauen Bergen im Norden bis hin zu den braunen Landen im Süden. Westlich von ihm verläuft der große Fluss Anduin und östlich vom Wald befindet sich der einsame Berg und Seestadt. Und eine weite Ebene, weit in Richtung des Meeres von Run. Durch den Düsterwald hindurch führt die große Waldstraße. Und im Wald befindet sich sowohl Saurons große Festung Dol Guldur, wie auch das Waldlandreich der Waldelben. Ursprünglich war der Düsterwald als der große Grünwald bekannt. Und es gab ihn bereits seit den frühesten Tagen von Mittelerde. Bereits die frühen Elben kamen auf ihrer Wanderung nach Westen Richtung Aman durch den großen Wald. Und einige von ihnen blieben auch im Wald zurück, um dort zu leben. Und auch die große Waldstraße, die einmal geradewegs durch den Wald führt, ist schon sehr alt. Sie wurde im ersten Zeitalter von den Zwergen vom Stamm der Langbärte erbaut, um ihr Reich in den Nebelbergen mit dem einsamen Berg und den Eisenbergen zu verbinden. Schon zu dieser Zeit hatten sich im Wald einige Elben niedergelassen, die als die Waldelben bekannt waren. Und lange Zeit später, im zweiten Zeitalter, im Jahr 750, zog dann der Elbenfürst Orofer von Lindon über die Nebelberge nach Osten. Er und sein Gefolge hatten das Angebot der Valar, nach dem Krieg des Zorns und der Niederlage von Morgoth nach Aman zurückzukehren, abgelehnt. Und sie hielten weiterhin an ihrem Leben in Mittelerde fest. Im großen Grünwald erbauten sie dann ein neues Reich. Das Waldlandreich der Sylvan, der Waldelben. Sie vereinten sich mit den Elben, die bereits dort lebten, und nahmen ihre Sprache und ihren Lebensstil an. Orofer wurde zu ihrem König, und ihre Hauptstadt war Amon Lang, der nackte Hügel, der später aber besser als Dol Guldur bekannt werden sollte. Zunächst aber herrschten dort die Elben, und für die gesamte Dauer des zweiten Zeitalters lebten sie in Frieden im großen Grünwald. Unter Orofer umfasste das Waldlandreich noch den gesamten Wald, doch mit der Zeit zogen sich die meisten Elben mehr und mehr nach Norden zurück. Die meisten Elben dieses Reiches lebten verstreut in Häusern, Hütten und auf den Bäumen, überall im Wald. Städte gab es bei ihnen eigentlich nicht. Doch Amon Lang und später Thranduils Hallen dienten als Rückzugsorte und Zentren der Waldelben. Sie jagten gerne und feierten große Feste mit Gelagen. Doch sie gehörten auch zu den misstrauischsten unter den Elben und nahmen grundsätzlich jeden gefangen, der ohne Erlaubnis des Königs durch den Wald streifte. Die Waldstraße wurde weiterhin für Handel und Reisen durch den Wald genutzt und auch einige Menschen siedelten in und um den großen Grünwald. Einer der Stämme der Nordmenschen hatte sich dort niedergelassen, der so als der Stamm der Waldmenschen bekannt wurde. Wie für die Nordmenschen üblich waren sie grundsätzlich gute Menschen, wenn auch nicht so weit entwickelt oder großartig wie die Menschen von Numenor und später Gondor. Immer wieder kämpften diese Menschen auch gegen die Varge und Orks. Bedeutend waren sie unter anderem, als Isildur nach Saurons Niederlage von Orks überfallen und getötet wurde. Hier kamen ihm einige Waldmenschen zu Hilfe. Zwar konnten sie den König nicht retten, doch zumindest schlugen sie die Orks in die Flucht. Am Ende des zweiten Zeitalters leisteten Orofer und seine Waldelben auch ihren Beitrag zum letzten Bündnis und König Orofer fiel auch in der Schlacht gegen Sauron. Nach ihm bestieg sein Sohn Thranduil den Thron des Waldlandreiches. Er war es auch, der die Elben des Grünwaldes weiter nach Norden führte, wo er Thranduils Hallen als neue Hauptstadt des Reiches erbauen ließ. Der genaue Grund, warum Thranduil sich in den nördlichen Teil des Waldes zurückzog, ist nicht klar. Vielleicht war es aufgrund von Konflikten mit den Elben von Lorien oder mit den Zwergen von Moria. Doch nachdem Thranduil seine große Halle im Norden hatte erbauen lassen und das Waldlandreich nun völlig dort zurückgezogen war, breitete sich im Süden des großen Grünwaldes eine dunkle Macht aus. Um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters erschien ein Schatten im großen Grünwald und der Amon Lang wurde zu Dol Guldur. Sauron war in Form des Nekromanten erschienen und mit ihm fiel eine böse Kraft über den Wald. Orks, Varge und andere böse Kreaturen breiteten sich aus und vor allem kamen riesige Spinnen, die Kinder von Kankra, in den Wald und begannen ihre Netze zu spinnen. So wurde der große Grünwald bald als der Düsterwald bekannt und zu einem unheimlichen Ort voller Gefahren und Dunkelheit. Nur Thranduils Hallen und das Waldlandreich im Norden wurden von Saurons wachsendem Schatten verschont und die Elben kämpften stetig gegen die Kreaturen des Bösen. Doch befreien konnten sie den Wald davon nicht und der Name Düsterwald blieb bestehen.
Schließlich zogen sich die Waldelben gänzlich nach Norden und um Thranduils Halle zurück, und selbst die große Waldstraße wurde verlassen. Im Norden waren die Elben jedoch recht gut geschützt. Thranduils Hallen waren den großen Hallen von Doriath aus dem ersten Zeitalter nachempfunden und bestanden aus gewaltigen unterirdischen Anlagen und bildeten so eine große Festung, in die sich die Elben bei Gefahr aus den umliegenden Wäldern zurückziehen konnten. Die steinernen Tore waren mit Zaubern belegt. Zudem hatten die Elben den Fluss, der von den Bergen im Herzen des Waldes zum Waldfluss floss und an den Hallen von Thranduil vorbei mit einem Fluch belegt. Jeder, der das Wasser des verzauberten Flusses, wie er genannt wurde, berührte, fiel in einen tiefen Schlaf. Auch unter den Hallen selbst zogen sich unterirdische Flüsse dahin, über die auch Dinge, unter anderem auch Fässer, aus den Hallen verschifft werden konnten. Während ihrer Reise nach Erebor kamen auch Bilbo und die Zwerge in das Waldlandreich, wo die Zwerge von den Elben gefangen genommen wurden, während Bilbo aber entkommen konnte und es schließlich schaffte, seine Gefährten wieder zu befreien. Thranduil und seine Truppen aus dem Waldlandreich nahmen dann später auch an der Schlacht der fünf Heere um den Schatz von Smaug teil. Zunächst standen die Elben hier gegen die Zwerge, doch als die Orks und Varge auftauchten, schlossen sie sich mit den Zwergen gegen ihren gemeinsamen Feind zusammen. Auch Gandalf besuchte im Jahr 2850 den Düsterwald und fand dort heraus, dass der Schatten von Dol Guldur tatsächlich Sauron war. Nachdem Gandalf so seine Identität enthüllt hatte, konnte Sauron dann auch im Jahr 2941 tatsächlich aus Dol Guldur vom Weißen Rat vertrieben werden. Doch noch immer lag das Böse über dem Düsterwald, und viele von Saurons Dienern konnten in Dol Guldur und seiner Umgebung zurückbleiben. Die Waldelben konnten diese Zeit zwar nutzen, um zusammen mit den Waldmenschen ihre Kontrolle über den Düsterwald wieder auszuweiten, doch nur 10 Jahre später schickte Sauron die Nazgûl, um Dol Guldur wieder vollends zu besetzen, wo schließlich Camul der Schwarze Ostling die Macht übernahm und als Statthalter von Dol Guldur diente. Mit ihm kamen auch weitere Orks und Ostlinge in den Düsterwald. Im Jahr 3017 kam dann auch Aragorn mit Gollum als seinem Gefangenen zu Thranduil und übergab ihn an die Elben, wo Gollum für 1 Jahr gefangen gehalten wurde, bevor er während eines Angriffs durch Orks fliehen konnte. Und während Legolas, der Sohn von Thranduil und Prinz des Waldlandreiches, sich den Gefährten anschloss und Aragorn begleitete, gingen die Kämpfe im Düsterwald weiter. Die Elben und Waldmenschen kämpfen während des gesamten Ringkrieges, während Frodo und Sam nach Mordor zogen und Aragorn in Rohan und Gondor kämpfte, gegen Saurons Diener in Dol Guldur. Diese marschierten aber nicht nur gegen Thranduil, sondern auch gegen Tal, Erebor und Lorien. Am 19. März im Jahr 3019 kam es zwischen den Elben des Waldlandreiches und Saurons Truppen zu einer blutigen Schlacht im Norden des Düsterwaldes. Hier trugen die Elben knapp einen Sieg davon. Zugleich schlugen Celeborn und Galadriel den Feind im Süden zurück und nachdem Dol Guldur erobert war, zerstörte Galadriel die dunkle Festung mit ihrer Magie. Am Ende des Krieges trafen dann Thranduil und Celeborn mit ihren Truppen im Zentrum des Düsterwaldes zusammen und rieben die verbliebenen Feinde zwischen ihnen auf. So war der Düsterwald endlich wieder befreit und Thranduil und Celeborn benannten den Wald auf Éirin Laskalen um, was Wald der grünen Blätter bedeutet. Und sie entschieden, den Wald aufzuteilen. Thranduil sollte fortan über den Norden des Waldes bis hin zu den Bergen herrschen. Die Beorninger erhielten den Wald bis hinab zur Engstelle und der Süden ging an die Elben von Lorien. So war der große Grünwald im vierten Zeitalter endlich wieder von Saurons Schatten befreit und der Name Düsterwald verschwand wieder aus Mittelerde. Und noch für lange Zeit im vierten Zeitalter lebten viele Elben dort im Wald und nur nach und nach brachen sie aus Mittelerde nach Aman auf. Es ist unbekannt, wie lange Thranduil selbst noch in seinen Hallen herrschte, doch schließlich verschwand auch er aus der Geschichte von Mittelerde. Und mit ihm wohl auch das Waldlandreich, da Legolas nie dort die Nachfolge oder Herrschaft antrat. Zwar spielte dieses Reich der Elben nur in Der Hobbit eine größere Rolle, doch auch während des Ringkrieges, auch wenn die Gefährten nie in die Hallen von Thranduil kamen, war es ein wichtiger Schauplatz und eines der großen Reiche der Elben von Mittelerde. Und nicht zuletzt war es wichtig, weil mit Legolas einer der Gefährten von dort stammte. Und dort im Düsterwald, der von Saurons Schatten befallen war, kämpften für viele Jahrhunderte die Kräfte des Guten und des Bösen um die Kontrolle über den größten Wald von Mittelerde. Und am Ende errangen die Elben und die Menschen, die Kräfte des Guten, den Sieg.
Auch die Waldstraße wurde im vierten Zeitalter wieder eröffnet und erneut zu einer wichtigen Handelsstraße, die Reisende rasch durch den Wald bringen konnte. Und auch wenn er so lange den Namen Düsterwald getragen hatte, wurde er am Ende doch wieder zu Eirin Laskalen, dem Wald der grünen Blätter. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei Mittelerde Lore.